Hi und herzlich willkommen, schön, dass du reingeschaltet hast. Wie du siehst, möchte ich gerne heute mit dir das Volumen berechnen und zwar für ein Dreieckprisma. Und bevor wir das Ganze machen, schreiben wir uns zunächst erst einmal unsere Grundformel hin. V ist gleich G mal HK. G steht für meine Grundfläche und HK steht für meine Tiefe des Körpers oder die Körperhöhe. Schau dann nochmal genau auch in dein Mathebuch nach, weil es oftmals auch in den unterschiedlichsten Büchern auch unterschiedliche Bezeichnungen dafür gibt. Okay, so geht's weiter. Das heißt, also die Grundfläche besteht aus einem Dreieck und das Dreieck berechnen wir, indem wir g mal h geteilt durch 2 berechnen und das Ganze multiplizieren wir mit der Höhe des Körpers. Setzen wir nun ein. Die Grundseite ist 4,5 Zentimeter und die Höhe ist 3 cm und das Ganze teilen wir nun durch 2 und multiplizieren es mit 5,9 cm. Okay. Als nächstes nehmen wir unseren Taschenrechner und tippen ein 4,5 mal 3 durch 2 und das Ganze mal 5,9 und dann bekommen wir 39,825 raus. Und da wir Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter multiplizieren, bekommen wir auch Kubikzentimeter damit heraus. Okay, das Ganze zweimal unterstreichen und damit sind wir auch schon fertig. Gucken wir uns dazu eine zweite Aufgabe an. In diesem Beispiel siehst du, dass das Dreieckprisma in dem Fall auf dem Kopf steht, also gedreht wurde und wir sehen hier unten unser Dreieck. Und das ist deckungsgleich zu dem Dreieck hier oben. Und wir können nun auch wieder die folgende Formel formulieren. V ist gleich G mal HK. Und für G setzen wir nun die Formel für das Dreieck ein, für die Fläche. Das heißt also G mal H geteilt durch 2 mal HK. Okay, die Grundseite ist 6,5 cm mal die Höhe von 4 Zentimeter und das Ganze teilen wir nun durch 2 und multiplizieren es mit 10,5 cm von der Höhe. Taschenrechner, wir tippen ein 6,5 mal 4 durch 2 mal 10,5 und erhalten 136,500. Und da wir Zentimeter mal Zentimeter mal Zentimeter multiplizieren, bekommen wir auch automatisch für das Volumen wieder Kubikzentimeter heraus. Das Ergebnis zweimal unterstreichen und damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Video helfen. Lass gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.